Fuck, 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 f
Also ich habe nicht das Gefühl, Alter, als würde ich würde hier irgendwie, keine Ahnung. Das Gefühl hast du nicht? Ja. Ich möchte auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, ich möchte effektiver Leute wegkniften. Oh, scheiße, ja, lade doch völlig behindert nach. Oh! Zieh mal einfach so vom Kopf, wenn man jetzt. Wo ist er denn? Ja, ist klar, Alter, von wo? Also, es kommen halt auch echt mehr. Es gibt irgendeinen Spawnpoint, da kommen dann halt echt die Gegner. Und den habe ich gerade. Ne, ich habe den gerade gefunden, weil die kommen gerade irgendwie alle die Straße hoch. Und ich ziehe einfach einen nach dem anderen weg. So, und jetzt? Alter, ja. Ganzes Magazin in dieses Ding da reingekrotzt, ja. Und es passiert nicht. Jetzt flieg doch mal in die Luft, meine. Ja, nee. Der steht wahrscheinlich ein Pixel zu weit weg. Scheiße. Nee, geht nicht. Ich brauche hier echt nicht weggehen. Ich habe definitiv irgendwie so einen Spawnpunkt oder irgendwas gefunden. Ich werde sicherlich wegkommen, wegen vorne diese ganzen kleinen roten Kanister explodiert sind, Alter. Auf die ich nicht ziehen kann. Ich finde die Pistolenkugeln sehr lustig. So. Ich stehe, wir spielen ja auf schwer und ich stehe hier an einem roten Kanister und kein Gegner schießt drauf. Also, Ich glaube, die sind nicht so schlimm. Die sind echt nur für uns. Da haben die das. Oh, fuck, ich glaube, ich habe da einen Spawnpoint gefunden. Mit einem Gaskartell haben die hier einen Deal. Deswegen dürfen die nicht auf die Gasbordeln schießen. Ganz klar. Ja, ja. Ist auch das nächste große, ist auch das nächste große Ding im Kartellgeschäft. Gas und Strom. Windkraft. Die Windkraftmafia. Genau. Ja, entweder du hast Kohle für Schutzgeld und dann stellen sich da 30.000 Leute an deinen Windkraftpark und pusten halt deine Windräder an. Oder du hast das nicht, dann werden die Leute abgezogen. Und jetzt explodiere! Es explodiert. Alter, kein Scheiß. Ich stirb vor mir nicht. Ja, ich weiß nicht, bei mir kommt gerade irgendwie gar keiner mehr. Oh, guck mal, da kommen Salem und Rios. Muss mir also nur noch den Typen da hinten irgendwie holen. Ja, ich komme gerade runter. Ich bin irgendwie auch in der Nähe von Salem und Rice. Ich habe auch kaum noch Munition. Ach, da bist du. Okay. Oh, fuck, was ist das denn? Oh, ein Geschütz. Also ein. Echt? Oder? Nee. Habe ich nicht gesehen, ob er den Typen genatzt hat. Hallo, da stehen drei rote Fässer. Oh, fuck. Oh. Nein, genau um die Ecke, Alter. Hä, was denn? Ey, nein, eine unsichtbare Wand, die mich daran hindert, zu dir zu kommen. Ist das peinlich. Ah, nein, ich bin in einem Spawnpunkt drinne. Ist das scheiße? Hier, guck dir das an. Siehst du das? Ja. Wie die vor mir... Alter, ist nicht dein Ernst. Was für eine Scheiße? Tust du mir den Fall und stirbst jetzt nicht? Das Geile ist, ich kann dir nicht helfen. Ich sehe dich und ich kann dir nicht helfen. Siehst du mich? Hol mir mal ganz kurz den Typen hier, Alter. Scheiße, Mensch. Was? Das bin ich. Und ich komme nicht zu dir. Jetzt geht's. Ist das geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich muss mal sagen, das geht aber bei einem Teamplay-Shooter geht es nicht. Nee. Da unsichtbare Barrikaden wegen Spawnpoints hinzusetzen, die einen daran hindern, zum Kollegen zu kommen. Zum Gegner, warum hast du so viel Munition? Echt egal, dass ich halt durch die Munition von den Leuten durchlaufe. Das machen wir okay. Gehe ich jetzt eben wieder mit der Schrotflinte. Oh, Kapelle durchsuchen. Ja, definitiv mit der Schrotflinte. Klopf, klopf. Schrotflinte, der vertraue ich nicht einen Millimeter über den Weg. So aus einem Meter Entfernung geht das schon. Wo sind die Mädchen? Where is the trigger? Falsche Antwort, amigo. Macht, was ihr wollt. Ich sag kein Wort. Okay. Wo sind die Mädchen? Er hat sich beim Rasieren geschnitten. Sie ist im Schuppen. Das große Gebäude auf der Geländerückseite. Du lügst mich doch nicht etwa an. Nein! Er weint gleich. Ja. Du lügst mich doch nicht an, oder? Wenn ich sie da nicht finde, komme ich wieder. Und schnitzt dir ein Hakenkreuz in die Stirn. Schön. Er hat die Stirn schon mal glatt geebnet. Das ist so, die passen ein bisschen gut zu uns. Ich so der, auch bei WOD. Du bist der redet und ich bin der, der den Leuten in die Fresse haut, oder was? Ja, ich bin mehr so der... Hey, wir können das doch alles diskutieren. Ach Quatsch, bam. Manipuliert und Angst macht. Und du bist mehr der so drauf geschissen, alles tot. Du hast immerhin einen Kill-Counter bei WOD, ja? Ich nicht. Ja, du hast ja auch noch nichts umgebracht. Ja, muss ich ja auch nicht. Ich komme ja so aus den ganzen Situationen raus. Ich habe überhaupt kein Geld bekommen. Nee, doch. Overkill 3000 und Überraschung, Falle. Glaube ich. Die Runde davor war viel besser. Oh, geht schon wieder weiter. Oh nein. Warten, schon wieder ein Wegsplitting? Nee, aber. Achso, man kann nicht sprinten. Du kriegst mich niemals. Ich krieg dich jetzt noch nicht mehr. Das ist voll ärgerlich. Warte. Nein, du kriegst mich nicht. Das Vergnügen hatten wir noch
komm ich doch. Keine Sorge, komm schon noch. Was willst und du ich auf den Gegen und nein. Ist nur Smalltalk. Nettes Mädchen. Hübsch. Du kennst sie? Ach du Scheiße, pass lieber auf, Alpha. Wenn es um seine Schwester geht, kein Papa Bär, keinen Spaß. Echt mal, außerdem hat die einen fiesen Tripper. Lass mal, sobald die Gegner kommen, overkillen und alles wegrotzen. Ja, dann kommen wieder 3 und wenn unser Overkill vorbei ist, kommen wieder 50. Wird gemacht. 1000. Millionen. Am Chat-Hück. Am Arsch. Gebiet säubern, so. Pass auf, wir rennen jetzt rein, Overkill an und dann richtig fett aufs Maul. Wo ist sobald einer schießt. Und Overkill. Hier sind welche. Oh, verdammt, Granate. Ich hab Overkill an. Rums, da war noch einer. Rums, kommen noch mehr. Rums. Ja, guck mal, das Schöne ist, man ist auch so ruhig im Overkill, weil es so einem durch die gedämpften Töne super ist, hat so ein total entspanntes Flair und der ganze Tod und die Verwüstung, die Zerstörung. Ob sie damit irgendwas sagen wollen? Dass die Jungs eventuell so im Rausch sind, dass da 3 aus dem Haus rausrennen und ja, ich hab gerade eine Grenunze noch versucht hinzu thrown. Aber wir sind so cool, Alter. Oh, Fick, nein, Fick, Arsch! Bitch, Ersuche! Oh, fuck! Ich bin verwundet, Mann! Töte mach ihn! Mal. Komm her! Ich bin doch schon auf dem Way! Wiederbeleben! Ja, warte, da ist auch ein Fuck, was? Was hat er denn gemacht? Er hat den Popsicle geschenkt. Da ist irgendwer. Gut gemacht! Boah, was? Warum hab ich denn jetzt... Ah, wo ist denn meine Waffe hin, Mann? Bin ich verloren, eventuell? Oh, sowas Beschränktes! Schön, dass du beschränkt sagst. Oh! Ey, ohne Scheiß. Okay. Die Henne. Ah, nee, hier ist sie. Boah, es war ja gerade kurz nervös, Alter. Dieser Drecksschrotwind, ich hasse sie. Oh Gott, jetzt hab ich Kopfschmerzen. Ey, Frodo, lass mal eine Runde gehen, wenn ich den Weg umschreibe. Oh, was? Den wollte ich mir gerade. Ah, geil. Oh, ist das schön? Oh, nein! Ich hab's nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Das kommt in eine deutsche Version? Das ist eine deutsche Version. Oh, rechts, links. Was sprechen Sie denn für eine Sprache die ganze Zeit? Oh. Okay, das war echt eine dämliche Frage. Ich muss mal sagen, die... Hol die von hinten. Ich hab irgendwie, die finde ich voll gut. Also die ich mag das, wenn man wirklich viele Animationen mal, für solche ich Kills hat. Also du, und jetzt hol ihn dir. Oh. Dafür müsste es extra Bonus geben. Ohoho. Kill und hallo Partner-Kill? Was soll das? Ich hab ihn dir flankiert. Ah. Geil, ich messe alles. Ah, doch nicht, der ist schon tot. Oh, Frodo, du hast ihn getötet. Oh, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Es liegt hier rum in der Waffe. Gut, es geziemt sich nicht immer in den Nahkampf zu gehen, vor allem nicht, wenn man 3 Kilometer zurücklegen müsste, bis man am Gegner ist. Das geil ist auch kein Nahkampf mehr. Geil ist auch Indestructible Holzfässers. Ich mag übrigens deine Definition von Nahkampf. Was? Oh, da hinten am anderen Ende der Map ist einer. Nahkampf! Ah, fuck. Genau. Lade nach. Lade einfach always nach. Aber ich geb dir ein bisschen... Nein! Ich bin schon wieder verwundet. Mach was! Was? Mach doch schon. Ich hab dir Deckungsfeuer gegeben, hat aber nichts gemacht, wenn du da vor dich hinwundest. Ah. Oh. Shit. Grinnens. Voll gegen die Hauswand, ist sah voll geil aus, gerade aus meinem Blickwinkel. War ein sogenannter Rebound-Kill. Falle, 25, wieso? Hä, hast du einen Rebound-Kill gekriegt jetzt, ey? Nein, das wäre voll geil gewesen. Aber warum gab's... Ah! Warum Falle? Was? Wie definiert sich Falle? Das Geile ist, was ich auch mitgekriegt habe auf dem Schwierigkeitsgrad, können die Gegner sich auch heilen. Die robben dann weg und werden dann von den anderen halt geheilt. So viele Knarren rum. Ich bin mir auch nicht sicher, dass ob man, wenn man jetzt eine AK nimmt, ist dann die gekauft? Ich weiß es nicht. Lass es uns probieren. Ja, nimm mal, du hast sowieso eine beschissene Knarre. Hey. Oh, man kann nicht mehr zurück! Man kann nicht mehr zurück! Ist das schön. Warte mal, ich glaube, ich hole mir als Zweiter für die UMP einfach nur. Wo ist sie denn jetzt? Ey, wo ist meine Waffe? Los, hierher. Wir gehen rein. Habe ich keine Schrotflinte mehr, aber egal. Die ist eh kacke. Aufbrechen. Bereit? Über. Jetzt! Hui! Oh yeah. Mach du mal rechts. Okay. Warum, wenn ich links reingehe, mache ich auch links?
Idee, du hättest über Kreuz machen müssen. Nee, ach, das ist ein Schwachsinn. Schieß ich dir nur eine Schulter oder so? Nein, Blödsinn. Weil ich schieße auf die Molotow. Guck doch mal, guck mal, sagen wir mal, du hast den so in der Hand. Dann gehst du rein, machst die Tür auf und gehst sofort so. Du fängst doch nicht an, in die Richtung zu feuern. Nein. Du gehst doch nicht mit der Waffe gegen den Rückstoß. Nein, gehst du nicht. Du gehst niemals gegen den Rückstoß. Gegen den Rückstoß bist du noch. Du warst doch gar nicht beim Bund, Zivi. Du warst doch auch nicht beim Bund. Ist richtig. Du warst wahrscheinlich bei gar nichts, oder? Ja, auch richtig. Toll, jetzt wollte ich den Leuten erzählen, dass ich eine goldene Schützenschnur habe, ja? Oh, das. Ich auch. Ich auch. Oh, guck mal, ein Freund. Oh, guck mal.